Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir haben in der letzten Folge einen schweren Verlust beklagen müssen. Ja, und ganz ehrlich liebe Leute, ich will es jetzt einfach nur so schnell wie möglich jetzt hinter mir bringen. Hinter mich bringen? Hinter mir bringen? Zu Ende bringen, genau so. Weil ich will nicht noch weitere Verluste beklagen müssen. Und wir müssen hier hinten hin. Und ach, guck an. Das fängt ja schon mal gut an. Ein Bo... Ach, guck an. Da können wir gleich... Das ist ja schön. Das trifft sich ja super. Und bevor wir da hinten weitergehen, hier vorne... Da oder da? Irgendwo war doch noch so eine geheime Grabkammer, die wir vorher nicht öffnen könnten. Das können wir jetzt mit diesem modifizierten Bogen. So. Waffe modifizieren. Compound-Bogen zu Sportbogen. Okay. Und... Okay, weiter. Können wir uns die jetzt ausrüsten? Bin mal mächtig gespannt. Was gibt es denn da Schönes? Okay, das haben wir. Explosive Pfeile. Diese Pfeile sind mit Granatenspitzen versehen. Was ist denn los? Die beim Einschlag explodieren. Klingt nicht verkehrt, aber was ist hier? Durchdringende Pfeile. Aufgeladene Schüsse durchschlagen Panzerung und können so mehrere Ziele treffen. Boah, ja, das hört sich ja richtig gut an. Ich glaube, das nehme ich. Ich meine, wir werden selten so skilled sein, dass wir gleich mehrere Gegner in a row treffen. Aber, okay, das können wir uns nicht mehr leisten. Aber hier war doch noch was. Die Fähigkeiten. Da haben wir wieder zwei Punkte. Wir müssen langsam mal gucken. Jäger-Upgrades. Gucken wir uns das mal an. Ja, Pistolen, töten Sie Feinde auf kurze Distanz für mehr Belohnungen. Schalten Sie das Kopfschussfaden, schaltet das Kopfschussfadenkreuz frei. Ich kann heute nicht lesen, ne? Merke ich gerade. Benutzen Sie Gewehr auf kurze Distanz, um Gegner gnadenlos auszuschalten und zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Gnadenlos. Ja, mach halt mal. Geben Sie betäubten oder außer Gefecht gesetzten Feinden mit angelegten Gewehr den Rest und erhalten Sie dafür Bonus-EP. Meistern wir. Mit einer Shotgun nochmal richtig mit einem Kolben in die Fresse. Das klingt doch schon sehr einladend. Nicht für den Gegner natürlich, aber für uns. Schrotflintenexperte. Ach so, das war das Maschinengewehr. Entschuldigung, was ist hier mit der Schrotflinte? Feuern Sie aus kurzer Distanz mit der Schrotflinte auf Feinde, um sie aufzuhalten und zusätzlich Belohnung zu meistern. Ja, das, boah, das sieht ja krass aus, Alter. Drücken Sie F und betäubte Feinde mit der Schrotflinte den Rest zu geben, zu EP zu halten. Alter, ernsthaft? Ist ja fast schon Kurt Cobain-Style. Oh, der war fies. Der war fies. Nein, was habe ich gemacht? Kurz Moment. Was habe ich? Ich habe gerade meinen Timer. Ich bin gerade auf meinen Timer gekommen. Entschuldigung. Ich platzen. So, dann gehen wir mal wieder raus. Jetzt suchen wir mal diese eine geheime Grabkammer. Die war doch da... Oh, war die da oben? Ich weiß das gar nicht mehr. Wo war die nochmal? Na du? Oh, was kitzelt mich? Hier kitzelt mich. Was ist hier? Ich habe immer das Gefühl, irgendwie ein Vieh fliegt mich hier an. Es ist ja auch nicht gerade kühl. Ah, ja. Okay, hier war's. So, und jetzt. Hier gedrückt lassen. So. Ja gut, eine richtige Kammer ist das jetzt hier nicht, aber... nein. Du sollst... Achso, Munition, die wir bereits haben. Das klingt wie... Doch, natürlich. Natürlich ist das eine Kammer. So, mal gucken, wo sie uns hinführt. Okay. So. Okay. Ich rede zwar ziemlich locker, aber die letzte Folge, das war schon richtig derbe, richtig hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich versuche das wahrscheinlich ein bisschen zu kaschieren, weil ich... ich mag das wirklich nicht. Andauernd irgendwelche Crewmitglieder zu verlieren.
Aber solche Leute wie Whitman, um die es nicht wirklich schade wäre, natürlich auch, aber jetzt im Vergleich zu den anderen, die wirklich durch und durch gut sind, ja, gerade das ist, ja, zermürbend. Aber okay, kümmern wir uns jetzt erstmal um die Grabkammer hier. Das sieht natürlich wieder sehr einladend aus. Und ich muss mal aufhören mit diesem permanenten... Natürlich. Tempel der Dienstmädchen. Das hört sich gut an. Tempel der Dienstmädchen. Das war früher ein Ort der Anbetung. Aha. Hier ist aber niemand. Nein, natürlich nicht. Okay, das sieht nach sehr interessanten Einlagen aus. Ah ja, muss ich irgendwo... Natürlich muss ich irgendwo hin, aber die Frage ist jetzt wo. Was machen die hier? Eine Art Fischerei. Ja, sehe ich genauso. Was habe ich jetzt davon? Okay. Ja, doch. Sehr interessant. Wow. Falscher Knopf. So, dann gucken wir mal, was wir hiermit erreichen können. So, dann müssen wir hier hebeln. Und los. Los, los und los und los. So. Okay, aus irgendeinem unempfindlichen Grund haben wir jetzt die Boje auf die linke Seite gebracht. Okay, diese wird dann weiter. Okay, hier irgendwie. Okay. Was genau haben wir von dieser Boje? Können wir hier einfach so rüberspringen? Aber ich glaube, wir müssen erstmal das hier wegziehen. Boah, damit wir hier wohl Platz haben. Und hier können wir nicht einfach so rüber, oder? Das wäre ja auch zu schön gewesen. Okay. Gut, Leute, wir haben eine Boje. Das hätte ich jetzt hier gar nicht mal machen müssen. Ach, guck mal hier. Kann man hier, ja, Moment. Ach, da guck mal, da kann man auch rauf. Ich verstehe nicht. Okay, das... Ach, guck mal an, wir können auch von hier aus hoch. Auch gut. Ich muss mir erstmal die Gegend erstmal richtig erkunden. Okay. Ah, ja. Verstehe. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Boje hier durchlassen. Dann schnell hoch. Durch die Boje. Können wir wohl... So. So, perfekt. Komm. Ah, ja, okay, natürlich. Ich dachte, wir können hier durch. Das hätte sich einfach angeboten. Obwohl, wer weiß, vielleicht können wir hier mit dem... Oh, oh. Wow. Okay, nee, muss ja nicht. So, dann ziehen wir mal hier. Oh, hoppala. Also irgendwie... Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe. Ich hoffe, ich verstehe. So. Gehen wir jetzt hier rum. Nein. Ich dachte... Hoppala. Ich dachte, man kann sich hier oben festhalten. Dann bin ich zurück. Kann ich das hier nicht abschießen? Nein, das geht natürlich nicht. Kann ich hier irgendwas machen?
Ja, na klar, sicher, Lara. Mach mal die Wand kaputt. Gut, ja, sorry, liebe Leute, so ein Rätsel dauert natürlich manches Mal etwas. Okay. Nochmal die Boje durchlassen. Schnell nach oben. Ah ja. Okay, aber irgendwie... das scheint nicht korrekt zu sein. Hier kann man absolut nicht durch. Nein. Okay. Jetzt verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Was ist da unten? Warum kann man das in Brand setzen? Nein, im Brand setzen geht das auch nicht. Im Brand zusetzen geht es nicht. Okay, hier leuchtet auch nichts. Und wenn ich jetzt nochmal ziehe. Bin momentan ein wenig... Ach doch, warte mal. Heißt das, wir können uns da hinten am Seil vielleicht? Aber irgendwie treffe ich das Seil nicht. Aber das ist ja Quatsch. Da könnten wir uns bestenfalls runterhangeln. Och nein, das ist schon wieder so ein blödes Rätsel. Warte mal. Wenn ich das jetzt so mache, dass ich die Boje aufhalte. Ich muss mal probieren. So. Okay. So. Nein. Na komm schon. Ach, zu spät. Denn dann könnte es nämlich sein, dass es so funktioniert, dass sich die Boje dann, dass die Boje dann hier gegendrückt und dass es dann so bleibt. Ich glaube, so funktioniert das. Ja, muss man ausprobiert haben, ne? So, und nochmal kurbeln. Boah, ich kriege richtig dicke Arme hier. Na komm schon. Warten wir noch ein bisschen. So, und jetzt zack. Na komm schon. So, das sollte eigentlich reichen. Na komm schon. So ist gut. Ach, guck an. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Die Boje fährt trotzdem durch. Ja gut, okay. Okay, Rätsel gelöst. Jetzt müssen wir es nur richtig umsetzen. So, ein merkwürdiges Rätsel hier. Ich bin sowieso der Rätselmeister. Müsstet mich mal Portal 2 und 1 spielen sehen. Warum ich jetzt Teil 2 zuerst genannt habe und danach Teil 1, ich weiß es nicht. Ups. Komm schon. Oh, ihr enttäuscht mich nicht. Wo ist die Boje? Hä? Hallo? Irgendwie... Boje, warum bleibst du stehen? Hallo, Boje. Wieso bleibt die Boje jetzt stehen? Die ist... Hallo? Boje, du spielst nicht nach den Regeln.
nee, ernsthaft. Jetzt ist die Boje stecken geblieben. Ja, da konnte ich jetzt aber wirklich nichts für, Leute. Das habt ihr jetzt gesehen, ne? So, nochmal einen Schluck trinken. Boah, ist das warm heute wieder. Das macht keinen Spaß. Ich bin noch nicht mehr in so einer Dachgeschosswohnung oder so. Ich bin hier in einer... im Erdgeschoss. Und es ist trotzdem so übelst schwül hier drin. So. Und jetzt rüber. Und los. Nein, 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 nein. Hat das gereicht? Hat das gereicht? Ja, das hat gereicht, ne? Ja, sehr schön. Okay. Was? Wow. Oh Gott im Himmel. Mein Gott. Was für eine Geburt. Aber wir haben es endlich geschafft. Wahrscheinlich lagern sie hier Nahrungsmittel. Mhm. Okay, mal gucken, was wir hier kriegen. Okay, aber das Handfeuerwaffe. Ich finde, ganz ehrlich, das hätten sie ein bisschen besser in Szene setzen müssen. Genau. Also Lara findet hier ab und zu auch mal kleinere Truhen, wo dann so ein separates Bild kommt, halt mit Erklärung und so weiter und alten Fundstücken. Das hätten die eigentlich hier machen sollen. Ich finde, das hätte besser gepasst. Aber okay. Ist halt nur meine eigene Meinung. Meine kleine, bescheidene. So, dann gucken wir mal, ne? So. Magnum-Pistole. Waffe modifizieren. Taktische Pistole zur Magnum-Pistole. Wow, das hört sich super an. Okay, und jetzt haben wir natürlich... hoffentlich haben wir noch genügend Ausrüstungsteile. Wow, geh mal. Okay, das haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir? Ergonomischer Griff. Eine Griffmodifikation mit Gummi verringert den Rückstoß, oder? Schüsse werden schallgedämpft und ihr Schaden damit leicht verringert. Drücken Sie die 2, um schallgedämpfte Schüsse auszuwählen. Boah, das hatten wir doch vorher auch. Ich weiß nicht, warum da jetzt, was daran jetzt so Magnum-spezifisch sein soll. Politerlauf verbessert die Mechanik und erhöht damit den Schaden. Ich würde sagen, Schaden erhöhen ist nicht das Verkehrteste, was wir machen können, ne? Okay, mehr haben wir jetzt nicht. Wir haben 296, das ist ein bisschen mau. Okay. Ja, super. Es hat sich also wirklich gelohnt. Auch wenn wir ein paar Anläufe gebraucht haben. Aber dafür sind es halt Rätsel. Wenn man sie sofort zu Anfang lösen kann, beziehungsweise beim ersten Durchlauf sofort lösen kann, dann bleibt ja... Hallo? Liebe Lara, nach Upgrade meiner Hardware darfst du jetzt alles aber nicht mehr ruckeln, Mausi. Hoch mit dir und... hallo? Wie komme ich jetzt da... Nicht, dass ich jetzt sterbe oder so, ne? Ja, ich weiß, es ist nur Wasser, aber am Strand durfte ich ja auch nicht ins Wasser springen. Jedenfalls nicht überall. Dann wurde ich mal nämlich kurzerhand über den Jordan befördert. Was in der Kombination jetzt auch nicht schlecht ist. Drücken Sie die Tabulator-Taste, um Belohnungsort auf der Karte anzuzeigen. Ne, mache ich jetzt nicht. Jetzt gehen wir erstmal unserer Mission nach. Was ruckelt das denn heute? Hallo? Okay, dann gehen wir... Warte mal, ich habe doch die Pistole, ne? Ups. Ja, die Pistole ist mit Sicherheit stärker. Wenn wir jetzt noch treffen würden, unsere Ziele... Ja gut, dann gehen wir halt hier hinten lang. So. Weiß einer von euch überhaupt noch, was unser Ziel ist? Ah, hallo. Ach, guck mal, da ist eine Kiste. Entschuldige Schwein. Ist nichts Persönliches. Aber ich brauche Teile. Und Erfahrung. So, Bergungsgut.
Ich weiß nicht, warum, aber wir gucken uns hier wie gewohnt natürlich noch um. Da ist schon wieder dies natürlich. Ich muss mir das abgewöhnen. Okay. Wow. So. Und dann mal, wow. Hier hoch. Und dann, hopp. Ich drück doch leer, um zu springen. Ach, wie schön. Ein Panzer. Wenn man da... Gut, der hat ein bisschen Rost angesetzt. Ist jetzt aber nicht so wild. Ein bisschen Cola und Omas alten Lumpen. Geht das? Nein. Ja. So, ach ja, drehen. Sehr schön. Okay, und der alte Aufzug soll funktionieren. Komm. Was? So. Wow. Da soll ich ernsthaft hinauf? Klettern Sie zu Forschungsbasis hinauf. Ja, ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass man da nicht großartig... Okay. Dann machen wir mal das, was Sie am besten können. Klettern. Nur wo? Okay, hier nicht. Gehst du hoch? So. Ja. Ich muss hier hoch, das heißt... Genau. Na komm schon. Ach, lass mich raten. Ich muss wieder den Berg rum. Okay. Okay, jetzt wieder zurück. Zum Ernst des Lebens. Betreten Sie die Forschungsbasis. Genau, jetzt gehen wir der Sache auf den Grund. Was es mit den ganzen Stürmen auf sich hat. Wow. Aber das, liebe Leute, ich schaue gerade auf die Uhr. Auch wenn es jetzt nicht so viel ist, was passiert ist. Aber wir sind über die Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Endscreen. Ja, liebe Leute, großes Sorry dafür, dass in dieser Folge nicht so viel passiert ist. Aber das bringen halt Grabkammern so mit sich. Man hat da halt Rätsel, die man auch nicht unbedingt sofort auf den ersten Blick lösen kann. Und ein bisschen ausprobieren muss und sowas zieht sich halt natürlich. Aber das gehört halt zum Spiel. Und wie gesagt, dafür wird in der nächsten Folge mit Sicherheit ein bisschen mehr die Post abgehen. Ich habe das so im Gespür und mein Gespür hat mich diesbezüglich eher selten im Stich gelassen. Gut, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Tomb Raider. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss.